schamanische Heilen, Shamanic Healing. Das ist ganz ein wichtiger Punkt für mich. Und ein wichtiger Punkt auch für die Menschen, die das annehmen können. Weil wichtig ist, alle, die heilen, die heilen für alle anderen und auch für den Planeten. Man kann mit Ahnen arbeiten, man kann mit Seelenanteilen arbeiten, man kann mit Krafttieren arbeiten, mit allem Möglichen. Es kommen teilweise auch Steine zum Einsatz für die Energie. Man wird vielleicht eingesprüht mit einem Orangenhydrolat oder mit einem Ingwerhydrolat oder irgendein Hydrolat, das ich dann finde, hey, das ist jetzt genau das Richtige für dich. Oder? Du wirst mit dem eingesprüht, geräuchert wirst, berasselt, betrummelt. Irgendwie einfach, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ist es immer so, dass die Leute sich immer sehr, sehr wohl fühlen und geschlechterunabhängig sind meistens Tränen im Spiel. Oder? Und das ist auch gut so, weil Wasser reinigt uns und unsere Tränen sind auch Wasser. Oder? Bevor du kommst, tust du dir drei Wörter aufschreiben, die du möchtest geheilt haben. Das heisst, die drei Wörter, die dir durch den Kopf gehen. Das kann irgendetwas sein, Kindheit, Liebe oder irgendetwas. Und die tust du nicht korrigieren, sondern sind die intuitiv die drei Wörter, die als allererstes kommen bei dir. Die schreibst du auf und nimmst die mit. Und wenn du einen Monat warten musst, bis du den Termin hast, du tust die nicht durchstreichen, weil das sind die richtigen drei. Weil bis an den Termin her hast du vielleicht noch andere Sachen, die kommen. Aber die anderen Sachen, die kommen dann sowieso auch. Aber man schaut, man tut den Fokus auf die drei Sachen legen. Und dann eigentlich, sobald du dich angemeldet hast, bist du schon auf dem Weg von der Heilung. Und ich sage dir auch, dass du in dieser Zeit tust du achten, was du träumst, tust du schauen, was du für dir begegnest. Und das kannst du dann mit mir besprechen. Dann schaut man das an, was die Tiere dir sagen wollen, oder was die Kraft dir sagen wollen. Oder plötzlich begegnet dir immer wieder ein Elster oder ein Eichelhäher oder ein Fuchs plötzlich. Oder? Und das hat seine Bedeutung. Weil du kommst dann an den Termin her, du hast die drei Wörter in deiner Tasche dabei, sitzt sie an und meistens geht das Vorgespräch zwischen uns beiden geht eine halbe Stunde. Es kann auch sein, dass es eine Stunde geht. Nachher liest du her und dass all das Besprochene fließt dann an und für sich in das Healing hinein. Also man geht dann an die Punkte her. Ich kann dir nicht sagen, wie das abläuft, das Healing, weil es gibt keinen Ablauf nach Büchli. Weil meine Ausbildungen sind verschiedenste, oder? Das ist Quantenheilung, Reiki, das hat noch ganz viele andere Aspekte drin, oder? Wo da mitschwingen, oder? Und darum weiss ich nicht, wie es kommt. Süden, Westen und Norden, wir danken euch für eure Hilfe und eure Kräfte und für euer Dasein. Und du bist dann da und es können auch Wörter kommen, es können auch Sätze kommen, ich weiss es nicht. Du lässt einfach geschehen. Du lässt dich fallen, du lässt dich fallen, du wirst besungen, du wirst vielleicht betrummelt. Und
Du wirst unter Umständen auch berührt, Schultern oder Hüften oder Knie oder Füße oder irgendwas, dass einfach die Heilung auch fliessen kann, oder? Auf jeden Fall ist es immer so, dass es für viele ist es auch, kann es auch sehr emotional sein am Schluss. Viele sitzen auf und haben Tränen in den Augen oder sind sehr berührt durch alles, weil man geht schon an die Wurzeln des Schmerzes an, oder? Und das Healing selber geht sicher eine Stunde, oder? Geht selten weniger als eine Stunde. Und nachher sitzt man nochmal zusammen und bespricht das nochmal. Mag der Adler dir Flügel verleihen, sodass du weit über die Wipfel kannst fliegen, über Täler, über Berge. So sollst dir Kraft verleihen und Weitblick und Erde, wenn der Adler landet und im Schoss von der Mutter Erde. Aho. Genau. Und dann ist es eigentlich so, dass ich sicher noch 1-2 Wochen die Leute begleite. Also wenn sie sich dann melden, via Nachricht, dann schauen wir das auch nochmal an.